So, erstmal schön, dass doch noch so viele da sind. Ich freue mich total. Ich werde heute über liberale Grundrechte zwischen Demokratie und Kapitalismus reden. Das geht so ein bisschen um die, um diesen Begriff des Liberalismus, weil der oft von zwei verschiedenen Gruppen gebraucht wird. Einmal von dem Marktliberalismus und der Sozialliberalismus. Manchmal wird das auch durcheinander geworfen und verwechselt. Und daher möchte ich in diesem Vortrag aufzeigen, dass liberale Rechte als solche erstmal noch nicht viel aussagen, sondern immer der Bezug dieser Rechte auf die entsprechende Gruppe ja wichtig ist. Wie bei all meinen Vorträgen möchte ich auch darauf hinweisen, dass das immer nur ein Teil der Wahrheit ist, dass ich nur einen kleinen Ausschnitt des ganzen Bildes hier zeigen möchte, dass immer man auch noch andere Betrachtungsweisen hat. Ich möchte mich heute auf jeden Fall eben auf diesen Teil beschränken und versuchen, so ein bisschen zu zeigen, was bedeutet Demokratie für uns als Gesellschaft und was bedeutet Kapitalismus. Als erstes, Demokratie ist, denke ich mal, was jeder von uns kennt. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter erläutern. Die letzten 150 Jahre auf jeden Fall hat die Demokratie weltweit einen riesen Siegeszug antreten können. Und zwar sind inzwischen 100 von den ganzen Ländern der Welt, also hier ist noch von 1950, da sieht man, alles, was dunkelblau ist, ist demokratisch. Ich habe jetzt leider den Index da nicht mehr drauf gemacht, weil das wäre vielleicht auch jetzt zu viel gewesen, hätte den Rahmen gesprengt. Jetzt geht es hauptsächlich darum, wie viele Länder sind demokratisch. 1950 sieht man, dass das noch relativ gesprenkelt war, verschiedene Herrschaftsformen noch da waren, von totalitär bis zu monarchisch eigentlich alles vertreten. Inzwischen ist es so, 2000 sah man, dass sich da die Demokratie eigentlich weltweit schon ausgebreitet hat. Inwieweit natürlich jetzt diese einzelnen Staaten tatsächlich demokratisch sind oder nur scheindemokratisch, darüber kann man sich sicherlich auch noch streiten. Fakt ist, dass sich diese Idee der Demokratie doch als relativ gut bewährt hat und relativ gut durchgesetzt hat in der Welt. Der Demokratie liegt ein bestimmtes eine bestimmte Idee zugrunde. Es gibt natürlich die klassische Demokratie der Antike, die sich von der heutigen insofern unterscheidet, dass sie nicht alle Gruppen mit eingeschlossen hat. Also es waren hauptsächlich Bürger und Männer und Frauen und Sklaven waren davon ausgenommen. Das ist natürlich heute anders. Wir haben uns in unserem modernen Demokratieverständnis darauf geeinigt, dass Menschenrechte, zumindest jetzt in diesen letzten 100 Jahren, haben wir uns darauf geeinigt, dass Menschenrechte auch für Frauen gelten. Insgesamt sind auf jeden Fall die Punkte der Menschenrechte ganz wichtig für Demokratie, auch wenn es sich um eine politische Form handelt. Also es ist natürlich eine politische Gesellschaftsform, aber es ist auch eine Gesellschaftsform. Und da geht es eben, während der Zeit der Aufklärung haben sich da drei Elemente vorwiegend rauskristallisiert, nämlich Freiheit, Gleichheit und, wir sagen mal, Geschwisterlichkeit oder was man auch als Solidarität bezeichnen kann. Gleichzeitig natürlich die Teilhabe, die politische Teilhabe durch die Wahlen, Mitbestimmung, aber nicht nur politische Teilhabe, sondern eben auch Teilhabe an dem kulturellen und sozialen Leben ist ganz, ganz wichtig für demokratische Grundprinzipien. Die demokratischen Kernziele möchte ich hier nochmal aufzeigen, wenn ich von Demokratie rede, in diesem Vortrag hauptsächlich von diesen gesellschaftlichen Werten und Normen reden möchte, nämlich Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Wohlfahrt, Anerkennung der Menschen- und Bürgerrechte, Volkssouveränität mit Wahlen, Parlamentarismus, parlamentarische Machtkontrolle und Gewaltenteilung. Also das sind für mich, nicht nur für mich, das ist natürlich auch definiert, aber wenn ich jetzt in diesem Vortrag von Demokratie rede, möchte ich das so abstrahieren, dass eben diese demokratischen Kernziele damit eingefasst sind. Genauso wird das sein mit dem Kapitalismus. Ich werde von Kapitalismus reden. Ich werde natürlich den marktliberalen Kapitalismus damit meinen, der besonders sich dadurch auszeichnet, dass er besonders viele Freiheitsrechte einfordert, dass er für Privatisierung und Deregulierung in den letzten Jahrzehnten auch sich sehr stark gemacht hat.
Natürlich ist es auch eine Abstraktion von einer wahnsinnigen Komplexität, wenn man von Kapitalismus redet, von der Wirtschaft. Es ist dann natürlich so, dass es da eine ganze Vielzahl von Formen gibt. Ich möchte mich jetzt auf diesen globalen, marktliberalen Kapitalismus beschränken, der sich eben hauptsächlich auch in dieser Monopolstellung großer Konzerne und so äußert und eigentlich auch den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werten, die dahinter liegen, die davon propagiert werden. Der Marktliberalismus gründet sich jetzt unter anderem auch vor allem auf Adam Smith, der damals diese Thesen aufgestellt hat, dass der Markt, der freie Markt, sich dann am besten entfalten kann, wenn er möglichst unreguliert wird. Die Idee dahinter ist, dass der Mensch einfach viel zu beschränkt ist in dem Wissen und nicht alle, also praktisch gar nicht das vollkommene Wissen haben kann und deswegen nicht, wenn er anfangen würde, das zu regulieren, sozusagen ein Eingriff stattfinden würde, der diese Vollkommenheit des Marktes stören würde. Der Markt würde sich, wenn man ihn freilässt, selbst regulieren durch die Marktkräfte. Das hat vielleicht in einer kleinen Marktwirtschaft, die sehr regional beschränkt, wäre vielleicht damals noch irgendwie Sinn gemacht. Tatsache ist, diese unsichtbare Hand des Marktes, die ja auch dann immer für die... Ist gut, ne? Nein, also die Idee war ja auch, dass praktisch, wenn die Menschen reich, also wenn gewisse Reichtum angehäuft würde, dass dann auch für die Armen übrig bleibt, wie so Brotkrumen, die beim Kuchenessen runterfallen, von denen sich dann alle ernähren können und dass insgesamt eben ein Wohlstand für alle geschaffen würde. Tatsache ist, diese fast schon metaphysische Hand des Marktes hat nicht so gut funktioniert. Die Verteilungseffekte waren auch nicht so optimal wie erwartet. Das hat natürlich auch ganz komplexe Gründe, die ich heute nicht erörtern möchte. In der Vergangenheit, zumindest in den letzten 50, 60, 70 Jahren, konnte man sehen, dass Länder mit sehr, sehr liberalen Marktgesetzen, also wo sich der Staat sehr rausgehalten hat, genau das Gegenteil gezeigt haben, dass nämlich die Schere zwischen Arm und Reich besonders auseinandergegangen ist, eine Mittelschicht eher erodiert ist und es eben sehr viel Reiche, aber auch sehr viel sehr Arme gab. Und die Folge daraus war eben nicht Wohlstand für alle, sondern soziale Unzufriedenheit bis hin zu richtigen sozialen Unruhen. Und diese Unruhen destabilisieren natürlich auch eine ganze Gesellschaft, auch die Demokratie als solches. Jetzt möchte ich kurz zu der Studie kommen, und zwar eine Studie des Wirtschaftsinstituts von, ich muss jetzt ganz kurz gucken, ich habe jetzt hier das alles frei vorgetragen, das war natürlich jetzt mein Fehler, genau. Studie des WTH Zürich war das, die hat nämlich eine ganz tolle Studie gemacht darüber, das waren, ich glaube, Informatiker, die so eine Netzwerktheorie erforscht haben, haben versucht mal die globalen Märkte so ein bisschen nach diesen Dependenzen zu untersuchen, also nach den Abhängigkeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel anhand einer Konzerngruppe. Insgesamt sind sie auf den Schluss gekommen, dass von allen Konzernen der Welt 147 Konzerne eine 40-prozentige Kontrolle über alle international tätigen Unternehmen inzwischen eingenommen haben oder jetzt übernommen haben. Und das zeigt, dass eben da jetzt andere Sachen passieren, nämlich der Markt nicht frei bleibt, sondern sich sozusagen Monopolstellungen bilden und fast hin zu Strukturen, die man, wenn man jetzt wieder auf die politikwissenschaftliche oder die politische Ebene gehen würde, fast eher eine Oligarchie gleichen, also oligarchische Strukturen, weil nicht politisch legitimiert, aber eben zentralisiert und ganz machtvoll und einflussreich. Diese Unternehmen sind, wie gesagt, weder politisch legitimiert, noch haben sie irgendeine Verantwortung für den Einzelnen. Also hier
passiert auch, dass sich die Unternehmen eben zu diesen Gruppen zusammenschließen und damit Macht gewinnen auf einer Ebene, dass die Menschen immer mehr abhängig von ihnen werden, aber der Einzelne immer mehr austauschbar wird. Und als einzelner Individualbürger, als demokratischer Zivilbürger ist es schwer, sich da sozusagen dann rauszunehmen, weil wenn, das ist ja manchmal schon so, wenn man dann gewisse Sachen einkaufen will, dann hat man gerade noch die Wahl zwischen dem einen und dem anderen Großmarkt, ja, und manchmal ist das schwierig, dann Alternativen zu finden. Also ich denke, auch bei Smartphones, da gibt es ja eine Menge Beispiele, da wird der Markt immer kleiner, er beschränkt sich auf immer weniger Unternehmen und die gewinnen dadurch auch immer mehr Macht, das ist auch mit den sozialen Netzwerken so. Und da passiert jetzt halt Folgendes, nämlich, dass ein Ungleichgewicht entsteht zwischen dem Zivilbürger und diesen Gesellschaft, also diesen Wirtschaftsakteuren, die ja juristische Personen auch bilden. Das heißt, da passiert eine machtmäßig eine gewisse Ungleichheit. Die Motive des, ich sag's jetzt, Kapitalismus sind aber nicht wie die der Demokratie, des Gemeinwohl, sondern Eigennutz, nämlich Gewinnstreben, Gewinnmaximierung. Und es ist auch so, dass das praktisch ja in diesen Herrschaftssystemen immer so ist, sobald es sich nicht mehr nach dem Gemeinwohl richtet, sondern nach Eigennutz, fällt eine Herrschaftsform in seine schlechte Form. Also das ist von Aristoteles, man hat immer die Monarchie, Tyrannei, Aristokratie, Oligarchie. Und es ist sozusagen so, dass eine wirklich tatsächliche Wirtschaftsoligarchie entsteht, in dem Moment, wenn diese Form der Wirtschaftsoligarchen Einfluss gewinnen, auch auf die Zivilgesellschaft und auf den politischen Prozess. Und inwieweit das jetzt passiert, werde ich jetzt anhand von verschiedenen Sachen noch zeigen. Ich möchte noch mal ganz kurz hier den marktorthodoxen Ökonom Milton Friedman zitieren, der auch noch mal ganz klar gesagt hat, dass eben der Staat sich aus diesen Marktgeschäften rauszuhalten hat, der freie Markt ist die Idee. Und er sagt, es gibt wenig Entwicklungstendenzen, die so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft untergraben können, wie die Annahme einer anderen sozialen Verantwortung durch Unternehmen, als die für ihre Aktionäre und Gesellschaft so viel Gewinne wie möglich zu erwirtschaften. Hier sieht man auch, dass die Freiheit, die die Wirtschaft meint, wenn sie von Wirtschaft und Marktliberalismus spricht, nämlich keine Menschenrechte mehr sind, sondern ein Marktprinzip bedeuten. Demokratie hingegen hat eine soziale Verantwortung seinen Mitgliedern gegenüber, nämlich die Selbstbestimmung, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Sicherheit und Chancengleichheit zu gewähren und zu wahren. Diese Teilhabe am sozialen und kulturellen und politischen Leben in einer Demokratie sind auch die Grundlage für stabile, friedliche Gesellschaften. Und wenn jetzt nun anfängt, dieses kapitalistische System oder diese Logik dahinter, nämlich dieses Streben nach Gewinn und nach Eigennutz, Einfluss auf die Zivilgesellschaft und auf die Politik zu nehmen, dann erodiert das auch das Gemeinwohl als solches. Wie passiert das nun, dass da Einfluss genommen wird oder werden kann? Das ist ganz einfach. Wenn der einzelne Individualbürger praktisch Angst vor sozialem Abstieg spürt, dann passiert, das ist eine Theorie von Bourdieu, die über die Ungleichheit hat er da geschrieben, dann passiert Folgendes. Und zwar, es gibt ja eine Sozialstruktur, wo man, also die sieht jetzt ungefähr so aus, inzwischen vielleicht hat sich ein bisschen geändert, das ist schon ein bisschen älter, das Schaubild, aber man hat ja immer eine Oberschicht, dann eine Mittelschicht und untere Schicht. Wenn man jetzt nun, sagen wir mal, auch die Mittelschicht anfängt und die Unterschichten Angst vor diesem sozialen Abstieg zu kriegen, weil ihnen tatsächliche Exklusion droht und weil ihnen diese gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe auf einmal nicht mehr möglich gemacht wird oder sie in Gefahr zu sein scheint, dann passiert eine Art Verfolgungsrennen. Jeder versucht sozusagen, seine Schäfchen ins Trockene zu kriegen und irgendwie aufzuholen. Versucht irgendwie die obere Schicht zu erreichen. Und es passiert, dass die einzelnen Schichten und Individuen in einen Wettbewerb miteinander treten. Sie rennen alle auf ein gemeinsames Ziel zu, das von der Gruppe an der Spitze vorgegeben wird, aber per Definition unerreichbar ist.
weil sozusagen die Gruppe an der Spitze über ausreichend soziales und kulturelles und finanzielles Kapital verfügt, um sozusagen ihre Stellung immer zu sichern. Und im Grunde genommen schiebt sich das dann nach oben, aber eine wirkliche Abstandsreduktion passiert nicht. Und wie gesagt, wie man beobachten konnte, in politischen Systemen, in denen eben sich möglichst aus diesem Markt eben diese regulierenden Eingriffe nicht passieren, die Ungleichverteilung, die durch einen freien Markt geschehen, ausgleicht und abfedern und sozusagen für die soziale Sicherheit der Bürger auch derer sorgt, die es nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, da passiert eben diese Tendenz, dass eine Angst vor sozialem Abstieg immer größer wird. Dadurch verstärkt sich der Wettbewerbseffekt untereinander. Dadurch verstärkt sich dieses Rennen. Man ist dann praktisch ganz eingenommen davon, darauf zu achten, möglichst aufzuholen, möglichst seinen Status zu verbessern. Es geht nicht nur um den finanziellen Status, es geht da auch sehr um diese soziale Teilhabe, um dieses Gefühl, ich gehöre zu der Gesellschaft dazu. Und dass dieses Teilhaben können an einer Gesellschaft ist die Grundlage, um demokratische Rechte ausüben zu können. Demokratie erfordert soziale Sicherheit, weil man nur dann auch die Muße und die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und auch nicht abhängig ist, sondern frei ist. Der einzelne Bürger muss so weit frei sein, dass er sozusagen auch am politischen Prozess teilhaben kann und nicht praktisch permanent damit beschäftigt sein muss, seine soziale Stellung zu sichern. Ganz im Gegenteil ist es aber so jetzt beim Kapitalismus. Ist es in der Demokratie noch sehr, sehr schädlich da, oder schädlich ist ein harter Begriff, aber sehr unförderlich, wenn man eben Angst hat, so ist es im Kapitalismus anders, denn da fördert das die Leistungsbereitschaft, zumindest nach Friedrich August von Hayek, der 1981 in der Wirtschaftswoche zum Beispiel gesagt hat, dass er soziale Ungleichheit als etwas höchst Erfreuliches ansieht, da sie die Leistungsbereitschaft von Individuen fördere. Also hier kann man eigentlich am besten sehen, inwieweit sich Freiheit unterschiedlich definieren. In der Demokratie heißt es Freiheit und Gleichheit. Im Kapitalismus Freiheit und Ungleichheit. Naja, auf jeden Fall wird von dem Einzelnen zunehmend verlangt, heutzutage, dass er sozusagen in diesem wirtschaftlichen Prozess teilhabt, dass er sozusagen mit am Markt teilnimmt. Also es ist so, dass das praktisch alles, auch die letzten 15 Jahre, diese Liberalisierung, die stattgefunden hat, hat auch diese Wettbewerbsidee, diese Marktprinzipien nicht nur in die Gesellschaft getragen, sondern auch in die Politik. Und auch die Politik hat angefangen, den Einzelnen als Unternehmer zu sehen, als seinen Wert, den er eben auch in diesem Markt hat. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr verlangt wird, dass der Einzelne auch im Einklang mit den Marktgesetzen zu funktionieren hat. Und man könnte fast schon sagen, ich muss nicht mal vergessen, meine Folien hier zu machen, ne? Man könnte fast schon sagen, dass der Kapitalismus sozusagen sich seine Wirtschaftssubjekte erzieht, die er braucht. Und zwar durch, wie es eigentlich immer in einer Gesellschaft ist, Entschuldigung, durch Werte und Normen. Das heißt, die Werte und Normen, die vorgegeben werden, von wem? Von der an der Spitze stehenden Gruppe, vielleicht auch von denen, die möglichst viel Macht und Einfluss haben, die definieren natürlich auch unsere Werte und Normen. Die haben zumindest einen Einfluss drauf, weil wir sozusagen jeden Tag mit solchen Normen und Werten konfrontiert werden. Wir haben durch Werbung, und ich weiß nicht, ob es jemand mitgekriegt hat, auch in GZSZ, ich glaube, das ist auch meine nächste Slide, aber in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, da und in Marienhof hat tatsächlich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sozusagen Platz gekauft, um Slogans zu platzieren. Die haben Sendezeit gekauft und haben da ihre Ideen und ihre Vorstellungen trans,
richtig platziert. Da wurde dann gesagt, ja, hier, man kann ja vielleicht als Junge schon anfangen, mal ein Praktikum irgendwo zu machen. Oder ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen schlecht bezahlteren Job, aber das ist ja vielleicht auch ein toller Einstieg. Ich arbeite zwar 40 Stunden und werde für 5 bezahlt, aber dafür habe ich die Perspektive, vielleicht irgendwann mal eine Festanstellung zu kriegen. Das haben die tatsächlich gemacht. Also wirklich, das war damals, weiß nicht, haben vielleicht manche sogar mitgekriegt, das hat ja auch einige Wellen geschlagen. Ich glaube, die haben sich damit auch selber ganz schön ins Knie geschossen. Aber das ist ja nichts anderes als Meinungsbildung in einer Gesellschaft und in dem auch gewisse Normen und Werte festgelegt werden. Wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel sagen, und ich glaube, das ist halt auch das, was hier deutlich wird, nämlich wenn dieses Prinzip nicht mehr greift, diese Angst, die Leistungsbereitschaft zu steigern, sondern wenn die Angst vielleicht anfängt, den Einzelnen zu lähmen, oder wenn Menschen da sind, es gibt ja immer viele Gründe, warum jemand vielleicht nicht irgendwie aus dem System rausfällt. Und meiner Meinung nach ist dann, solche Schlagzeilen sind halt einfach auch irgendwo, tragen dazu bei, dass unbewusst Werte und Normen übernommen werden. Wenn das immer wieder passiert, dann wird das sozusagen in eine Gesellschaft auch, fließt das dann ein. Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ja? Ja? Ja, das habe ich leider nicht nachgeguckt. Aber ich finde, da sieht man halt dann auch, die gesellschaftlichen Sanktionen sind dazu da, Werte und Normen auch den Rahmen zu bilden und zu sagen, okay, durch gesellschaftliche Sanktionen bilden wir unsere Werte. Die Frage ist, wer bildet jetzt die Werte, ne? Und von wem werden die gebildet? Und wenn wir nur den politischen Prozess uns angucken und dann auch noch 2009, ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder mitgekriegt, den Begriff marktkonforme Demokratie. Angela Merkel hat im Wortlaut gesagt, insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet ist, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Also marktkonforme Demokratie ist dann auch zum Unwort des Jahres gewählt worden. Da sieht man natürlich, dass sich Politik, wenn sich Politik anfängt, nach wirtschaftlichen Maßstäben zu orientieren, dann geht es, also die Idee der Wirtschaft ist ja nicht für das Gemeinwohl zu sorgen, sondern für den Eigennutz, für den Gewinn, für den Wettbewerb. Und jede Staatsform, die anfängt, Eigennutz zu propagieren oder zu fördern, ist eigentlich schon keine gute Staatsform mehr, sondern also eigentlich alle schlechten Staatsformen sind dann, fördern den Eigennutz oder haben auch selber den Eigennutz im Interesse. Und hier passiert auch eine ganz starke Ungleichgewichtung von Zivil, Individuum und eben den Wirtschaftsakteuren. Man hat das ja gesehen an diesen Privatisierungen, da gab es eine Menge Argumente dafür, diese Private-Public Partnerships, wo man sagt, der Markt richtet es besser, wenn man das alles den Marktprinzipien unterwirft, dann wird das alles besser funktionieren, dann haben wir weniger Bürokratie, dann ist das alles wirtschaftlicher. Der Staat solle sich als Herrschaftsmonopolist zurückziehen und lieber nur ein Herrschaftsmanager werden, also sozusagen ein Interessensmanager zwischen verschiedenen Interessen. Das ist aber eine Ungleichgewichtung, weil eben die eine Seite viel mehr Einfluss gewinnt, da sie sich viel mehr akkumulieren kann und für viel mehr, sagen wir mal, Schlagkraft, verbale und auch, man nennt das auch, also Drohkraft, also diese, wenn man zum Beispiel sagt als VW, ja, dann werden wir unseren Standpunkt eben nach China verlegen, dann ist es was anderes, als wenn der Einzelne sagt, ja, dann gehe ich halt ins Ausland und sagt er, ja, gut, nicht so schlimm. Kommen ja neue nach oder so, keine Ahnung. Aber da ist halt auf jeden Fall eine Ungleichgewichtung und der Staat hat einfach auch einen Interessensausgleich zum Gemeinwohl hinzusorgen und dein Eigennutz war noch nie ein guter Herrscher. Wichtig für das Gemeinwohl sind dahingegen auch freie politische und gesellschaftliche Teilhabe, Selbst- und Mitbestimmung und sozialer Ausgleich, was praktisch dazu führt, dass man eigentlich zu dem Schluss kommen kann, positive Freiheit für die Mehrheit der Gesellschaft kann nur durch Regulierung der Marktkräfte entstehen. Denn in einer Demokratie müssen dem Einzelnen elementare Bürgerrechte,
auch um den Preis der ökonomischen Effizienz und um den Preis der Wirtschaftlichkeit garantiert bleiben. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja, auf jeden Fall, Deregulierung und Privatisierung stellen halt einen politischen Prozess dar, der Wirtschaftsakteure privilegiert und den Zivil- und Sozialbürger demontiert. Und wenn ich jetzt noch das letzte... Ah, da bin ich ja schon viel zu weit. Ja, genau, da wollte ich eigentlich auch noch drüber reden, dass praktisch früher das ja so war, dass die Gesellschaft noch in die Wirtschaft eingebettet war. Wirtschaft in die Gesellschaft eingebettet war. Ne? Also man hat früher, Wirtschaft war dazu da, für den täglichen Unterhalt zu sorgen. Inzwischen ist die Gesellschaft nicht nur in die Wirtschaft eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen selbst sind inzwischen sogar zur Ware geworden. Das heißt, wir sind inzwischen so weit, dass sogar, das hat man jetzt auch gerade mit diesem Meldegesetz gesehen, dass man sogar aufpassen muss, dass nicht die privatesten Daten von einem selber verkauft werden, der ökonomischen Interessen halber, wo man eigentlich sagt, das ist ja, ja, bitte? Mit dem Meldegesetz, also das ist doch seit 60 Jahren so, das ist doch keine neue Entwicklung. Der Verkauf deiner privaten? Ja. Soweit ich weiß, sind alle Landesgesetze in dieser Form, wie sie heute sind, schon seit im Prinzip ewig. Also ich weiß noch, dass ich definitiv widersprechen konnte und sagen konnte vor 2-3 Jahren, ich möchte... Das kannst du auch heute noch. Ja, wenn aber das Meldegesetz, so wie es jetzt in Planung ist, durchgesetzt wird, dann ist es so, dass man praktisch... also es war die erste Idee, dass sozusagen man das, ja, wie, ich weiß jetzt, man kann zwar auch toten, aber es bringt nichts. Genau. Also es ist halt jetzt so geregelt, dass man praktisch... Entschuldigung, ich dachte, du meinst von dem Meldegesetz, was im Moment nicht gilt, nicht das, was vermutlich demnächst kommen wird. Dann habe ich das missverstanden. Ja, also ich meinte die Diskussion um das Meldegesetz aktuell, wo es wirklich darum geht, dass man sieht, dass da immer wieder nachgebessert werden musste, weil eben da eine Privilegierung von Unternehmen gegenüber dem Einzelnen passiert sind, weil es war ja sogar so, dass man dann explizit nochmal widersprechen musste und nicht gefragt werden musste, ob man dann die Daten rausgeben kann, weil das eigentlich ja so gewollt war, dass der Einzelne erstmal zustimmen muss. Und ich, genau, und ich weiß noch, dass ich zustimmen konnte oder nicht und eben in der Zukunft das so ist, dass die Unternehmen sich dann die Erlaubnis einholen, aber dass da nicht nachgeprüft wird, dass sozusagen das eigentlich im Grunde genommen völlig egal ist, weil das Unternehmen dann sagt, ja, ich habe hier oder ist irgendwelchen, die Angst da ist ja, dass man das sozusagen in irgendwelchen Preisausschreiben oder Abos dann versteckt, wo man irgendwie das ankreuzt, auf einmal steht das mit drin, das ist mir sogar gerade passiert, obwohl ich mir eigentlich immer alles durchlese, ich habe ein neues Handy mir gekauft und auf einmal war da per Default was angekreuzt, was ich nicht gesehen hatte und jetzt bin sozusagen meine Daten überall rausgegeben. Also das passiert dann jedem mal und das sollte eigentlich so nicht sein. Aber wir können da gerne auch nach dem Vortrag nochmal drüber diskutieren, macht vielleicht dann so einen besseren Rahmen dafür. Genau, wir waren bei dem Einzelnen. Nochmal zurück, Demokratie hat auf jeden Fall dem Einzelnen die zivilen Grundrechte zu garantieren. Und abschließen möchte ich das Ganze mit einem Zitat, und zwar dem Zitat von der Gesellschaft für deutsche Sprache, glaube ich, die das Unwort des Jahres immer kürt. Und die haben als Begründung dafür, dass sie marktkonforme Demokratie als Unwort des Jahres 2009 nominiert, nicht gewählt, aber nominiert haben, oder war es 2010, ich weiß gar nicht, irgendwann in den letzten 2-3 Jahren, die haben auf jeden Fall als Begründung gesagt, Demokratie ist eine absolute Norm, die mit dem Anspruch von Konformität, mit welcher Instanz auch immer, unvereinbar ist. So, und jetzt bin ich fertig. Willst du mit meinem reden? Ah, jetzt, ja. Danke, Nine. Ich würde gerne mal noch auf einen zusätzlichen Aspekt zum Sprechen kommen. Und zwar auf die
auf die Geschichte, also sowohl des Kapitalismus als auch des Liberalismus. Beide Bewegungen oder beide Entwicklungen sind ja Hand in Hand gelaufen, komplett. Wir reden da so über 18. Jahrhundert. Genau. Das aufkommende Wohlstandsbürgertum, die halt auch neue Entwicklungen, neue technische Entwicklungen und so weiter dazu genutzt haben, eben selbst immer reicher und wohlhabender zu werden. Und die hatten dann ein kleines Problem, dass nämlich die Arbeitskraft, die sie benötigt hätten oder benötigten, um wirtschaftlich noch erfolgreicher zu werden, in den meisten Fällen irgendwo auf dem Land, im Lehen irgendeines Adligen zu tun hatten und da halt auch nicht weggekommen sind. Das Prinzip Stadtluft macht frei gab es zwar, aber es haben sich halt viel zu wenig so Kleinbauern bzw. Leibeigene auch aus diesen Diensten rauslösen können, also um da überhaupt erstmal wegzukommen. Und das ist halt auch genau der Punkt, die Befreiung der Bauern auf dem Land war halt dringend notwendig, um als Arbeitskraft in den neuen stehenden Fabriken, in den neuen Wirtschaftszentren zur Verfügung zu stehen. Deswegen brauchen wir uns halt auch nicht wundern, dass im Liberalismus ein so unglaublich mächtiges Kapital vorhanden ist. Es ist ja vom ersten Moment des Liberalismus an waren diese kapitalistischen Interessen immer vorn angestellt und wir erleben halt jetzt, wie das System seine Grenzen erreicht, beziehungsweise wahrscheinlich sogar schon überschritten hat. Nur ein Liberalismus ohne oder auch eine Demokratie ohne Kapitalismus wäre tatsächlich was vollkommen Neues, hatten wir noch nie. Vermutlich ist es an einigen von euch vorbeigegangen, aber kurzzeitig hatte meine Timeline jetzt die vergangene Woche gejubelt, dass der Vorschlag von dem Meldegesetz irgendwie gekippt wurde. Das heißt also, das Ding ist jetzt erstmal vom Tisch, wird uns aber wahrscheinlich in absehbarer Zeit in einer anderen Form wieder serviert. Ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, ist also, wenn man private Wirtschaft in einer Demokratie hat, hat man quasi eine demokratische Öffentlichkeit. Aber sobald ein Individuum zu seinem Arbeitsplatz in eine Firma geht, ist er nicht mehr in einer Demokratie. Da ist er in einer Art Aristokratie oder was auch immer, aber es ist eher feudal. Und es wirkt für mich wie einfach diese kleinen Inseln der Undemokratie, die sich immer weiter ausbreiten, immer weiter. Ja, also das meinte ich auch mit diesem, dass sogar inzwischen die Beziehungen selbst, die Beziehung von uns untereinander sogar zum Interesse der Wirtschaftlichkeit gemacht werden. Also die Wirtschaft hat Interesse an unseren sozialen Beziehungen selbst. Das ist ja eigentlich unsere letzte Insel, in der, wie du schon sagst, wir eigentlich frei sein sollten. Ne? Und das ist halt ein Ring auch um unsere persönliche Freiheit. Freiheit bedeutet ja immer auch den Raum und den Umfang an Möglichkeiten, den wir haben, uns zu verwirklichen, unsere Interessen zu verwirklichen. Ja, also ich fand ganz spannend diesen Beitrag über GZSZ, dass da die Stiftung Marktwirtschaft irgendwie Sachen platziert. Und erste Frage ist, gibt es da einen Begriff für, ist das irgendwie Werteplacement, wenn das andere Produktplacement ist? Ja, irgendwie sowas, ja. Weil wir machen sowas ja teilweise auch. Also wir sind ja teilweise auch so, dass wir Gutes vorleben wollen. Wir haben zwar jetzt kein eigenes Fernsehformat, in dem wir es platzieren können, aber eigentlich ist das ein logisches Pattern. Also wenn ich jetzt irgendwie die Stiftung Piratige neue sowieso hätte, wäre das vielleicht ein Weg, den ich ja vielleicht auch machen würde, um eben Meinungen und Sachen irgendwo vorzuliedern. Und spannend war gerade Bezug auf Meldegesetz. Es ist immer gut, wenn wir uns hier wünschen, dass sich irgendwie die Corporations irgendwie ändern. An manchen Stellen können wir uns natürlich fragen, wo müssen wir uns ändern oder was betrifft uns selber, vielleicht auch als Partei. Also gerade wenn ich jetzt das Meldegesetz nehme, gibt es halt immer, und das gilt zum Beispiel sehr lange, es gibt eben so ein Ausnahmeprivileg für Parteien, dass Parteien eben auf diese Daten zugreifen dürfen, obwohl es eben andere Firmen nicht können. Und da wäre das immer so ein erster Schritt, wo ich sage, den kann man viel zeitnaher als Partei ansprechen, dass man sagt, hier ist ein Missstand, wir könnten den jetzt außen und wollen es aber nicht. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Und noch ein Tipp,
wenn du aus Versehen einen Haken bei einer Einwilligungserklärung machst, nach Datenschutz ist jede Einwilligung wieder rufbar. Ja, und dann, ja, ich weiß. Schon passiert. Ich wollte mal ganz kurz auf L eingehen, weil ich sagte so im Wesentlichen, wenn ich mich jetzt aus meinem allgemeinen Leben herausbewege in so ein Unternehmen und da arbeite, verlasse ich die Zone der Demokratie. Das ist zwar leider zu einem Teil noch wahr, aber im Prinzip, das in der Diskussion, ist ja ganz, ganz lange. Das ist ja so typisches SPD-Thema, 50er Jahre, betriebliche Mitbestimmung. Das ist ja nichts Neues, dass darüber geredet wird. Ja, ja, das ist natürlich richtig, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, manchmal so zu tun, als gäbe es die Sachen noch nicht, wo in Wirklichkeit Leute vor Jahrzehnten schon drüber nachgedacht haben und auch Sachen gemacht haben. Mhm. Das klingt manchmal von unserer Seite sehr überheblich. Ich würde da vorsichtig sein. Ich glaube, den Anspruch hatte dieser Vortrag auch nicht. Ich finde es eher schlimm, dass wir nach 50 Jahren immer noch drüber reden müssen. Ich glaube, ich troll wieder, weil das ist zwar eine schöne Aussage, aber sie ist nicht zutreffend. Jedenfalls, sie ist nur eine Momentaufnahme. Und wie du schon am Anfang schon sagtest, Demokratie ist uralt und jeder hat irgendetwas anderes unter Demokratie verstanden. Es ist schön, wenn das so wäre, aber Fakt ist, Demokratie ist einfach nur die Möglichkeit zu wählen. In der DDR gab es auch eine Demokratie, dort ist gewählt worden. Die Auswertung war halt ein bisschen fragwürdig, aber Fakt ist, eine Demokratie ist vielfältig und nicht unbedingt mit unseren bislang existierenden Werten zwangsweise verheiratet. Genau. Und das müssen wir akzeptieren und wir dürfen uns das nicht wegnehmen lassen. Ich möchte hier ganz konkret auf ein Buch ansprechen von Colin Crouch. Darf ich da mal unter... Colin Crouch, Postdemokratie. Postdemokratie, wo ganz genau aufgezeigt wird, welche Mechanismen dazu führen, dass Leute gegeneinander aufgehetzt werden, wo die Demokratie nur als ein Werkzeug benutzt wird, um im Rahmen solcher Aktivitäten wie Produktplacement und Ideenplacement die Bevölkerung, die wählen darf, zu manipulieren und im Endeffekt, wir verlieren sozusagen alle unsere menschliche Teilhabe. Genau, also ich habe deswegen am Anfang ganz, ganz explizit ja auch mal definiert, was ich in diesem Vortrag unter Demokratie meine. Genau aus dem Grund, es gibt viele verschiedene Formen, es gibt viele verschiedene Definitionen. Ich denke, das ist eine Definition, auf die wir uns eigentlich nach Smith offiziell geeinigt haben, was dann tatsächlich jetzt die Tat, also wie das jetzt in der Tatsache aussieht, das, darüber diskutieren wir ja auch gerade. Deswegen habe ich am Anfang ja auch ganz klar definiert, was meine ich unter dem einen Begriff, unter dem anderen. Das sind ja abstrakte Begriffe, sind ja immer nur Abstraktionen von ganz komplexen Zusammenhängen und der Vielfalt von Möglichkeiten. Deswegen ist das immer wichtig und deswegen habe ich das am Anfang auch gemacht. Danke. Ja, vielen Dank, Nina, für diese Klarheit, die Begriffe zu definieren und ranzugucken, weil diesem kurzen Dialog merke ich schon wieder, ja, ihr habt natürlich beide recht, weil die Demokratie als Idee muss natürlich unvereinbar mit jedem Anspruch von Konformität sein. Und natürlich hast du recht, die gelebte Demokratie, die, wie das dann umgesetzt wird, ist oftmals sehr, sehr fragwürdig. Aber das ist ja kein Gegensatz. Und genau das ist die Gefahr, dass wir uns dann da zerhackeln und dann reden wir in 100 Jahren eben auch noch über diese Themen, wenn wir uns da jetzt zerhackeln. Und in diesem Bereich ist, da hat auch Olli gerade sinnvoll darauf hingewiesen, da ist eben, wir haben vieles noch überhaupt nicht ausprobiert, geschweige denn gedacht, weil gerade in dem Bereich ganz viel Begriffsverwirrung, ganz viel Fnord stattfindet von Vermischungen, die wenigsten unterscheiden zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und wie will ich eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus denken, wenn die Begriffe synonym sind? Die meisten sagen, wie du willst den Kapitalismus abschaffen, hat in der DDR auch nicht geklappt. Also diese ganzen Verkürzungen, zu glauben, es wäre alles schon ausprobiert, es wäre alles schon da gewesen, ermöglicht uns ja gar nicht mal sauber zu analysieren. Wir sind mit der Analyse noch gar nicht weit genug, zu erkennen, haben wir eigentlich eine Marktwirtschaft? In welchen Bereichen der Wirtschaft haben wir sie denn? Und wo haben wir eigentlich einen Spätfeudalismus? Und wo haben wir eigentlich eine Monopolisierung, die das Gegenteil von Marktwirtschaft ist?
Und da die einzelnen Bereiche ganz genau hinzugucken, dafür ist es unerlässlich, sich erstmal mit den Grundlagen ganz sauber zu beschäftigen, mit den ganzen Verwirrungen, die du rausgestellt hast. Also ich habe es ja selber erlebt, wenn dann der Chef der Bundesagentur sagt, das Sozialsystem ist nicht für hochbegabte 1,0 Abiturienten gedacht. Sprich in deiner Grafik, du bist in der falschen Kategorie. Du darfst nicht zu den Sozialverachteten gehören. Du bringst das System durcheinander. Bitte halte dich an die gesellschaftlich vorgegebenen Rahmenbedingungen, damit wir hier sauber unser Spiel spielen können. Und ich glaube, da werden wir hoffentlich als Piraten einiges durcheinander wirbeln, aber dazu müssen wir uns sauber mit den Begriffen beschäftigen, damit wir uns eben nicht dann angreifbar machen in scheinbaren Widersprüchen. Ja, das ist, finde ich ein super, super Punkt, den du ansprichst, weil genauso sehe ich es auch. Das soll ja auch mehr eine Analyse als eine Handlungsempfehlung jetzt sein. Und einfach mal aufzuzeigen, welche Logik verfolgt jetzt welches System eigentlich. Dazu ist es natürlich notwendig zu abstrahieren, aber auch notwendig genau zu definieren. Und wie du schon sagst, also Habermas hat auch mal gesagt, wir sind in der Aufklärung eigentlich irgendwo stecken geblieben und haben nicht weitergemacht, sondern sind irgendwie abgebogen und sind dann shoppen gegangen und... Ja, ich wollte also, das mit dem Shoppen hat er jetzt nicht gesagt, aber das habe ich jetzt mal mehr erlaubt anzufügen. Ich will nochmal auf den Wahlmechanismus eingehen, weil ich glaube, in einer Demokratie spielen halt zwei Mechanismen eine große Rolle, und zwar Verteilung und Konzentration oder Akkumulation. Und der Wahlmechanismus ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und wir sehen also, wir haben ein politisches System, das genau das benutzt, so ein Konzept von Bezugnahme von beidem, Wahlen, ja, egalitäre Wahlen. Aber in der Demokratie wird es untergraben, weil es keinen Verteilungsmechanismus gibt. Es gibt eigentlich nur einen Akkumulationsmechanismus. Und es gibt sozusagen keine Regel dafür. Das heißt, es ist ein Problem formaler Mittel. Die formalen Mittel sind formal falsch geregelt, falsch organisiert. Das heißt, man sollte sich gucken, was ist das formale Mittel der politischen Macht? Die Wahl, die Stimme, okay. Was ist das formale Mittel der Wirtschaft? Ist das Geld. Und es wird nicht verteilt. Nie. Also es wird nur akkumuliert. Also Problem formaler Mittel. Worauf ich? Ja, aber ich meine, wenn du vergleichst, wie viel Geld auf dem Markt ist und wenn du guckst, wo es dann ist, dann kannst du nicht von Verteilung reden. Dann kannst du nur von Akkumulation reden. Und also ich wollte nur darauf hinweisen, eines der wichtigen Dinge, die ich, weil ich finde, das ist ein zwiespältiger Satz, weil Konformität, die haben wir auch. Wenn wir eine Partei wählen, wenn es politisches Gewicht gibt, gibt es auch, haben auch eine gewisse Form von Konformität. Das ist nicht schlecht oder so, sondern nur, es muss immer wieder neu bewertet werden. Ja. Und in der Marktwirtschaft wird das halt verhindert. Man kann nicht neu bewerten, sondern man legt sich halt immer fest, für immer. Das war schon. Hier vorne? Achso. Ich habe neulich mit einer Gruppe von Jugendlichen darüber diskutiert, was das heute und die jetzige neoliberale Marktwirtschaft unterscheidet von dem, was wir uns eigentlich wünschen, was wir brauchen. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der Bürger bestimmen sollte, was er braucht und nicht Werbeagenturen, Designer im Auftrage der Wirtschaft, wo noch mehr und noch mehr aus jedem Einzelnen herausgeholt werden kann zur Maximierung der Gewinne. Und da unser Staat, also wir sind der Staat, da die Regierung, die wir eingesetzt haben, die wir beauftragt haben, unsere Angestellten, nicht mehr das tun, was wir wollen und was wir brauchen, sind sie in einem menschlichen Sinne völlig fehl am Platze. Das ist so bei den Jugendlichen herausgekommen und ich fand das wunderbar. Dann sagte noch einer, was wir heute tun, ist der Tanz ums goldene Kalb. Wir fallen in Zeiten zurück, die sichtbar zusammengebrochen sind und wir tun heute wieder das Gleiche. Und history never repeats itself, there are only some fools repeating history. Und genau das Gleiche passiert wieder und wieder und der Motor ist Gier. Und diese Gier schaltet jegliche Überlegung von Moral und Ethik und Anstand und Menschlichkeit aus. Und das dürfen und können wir nicht zulassen. Und ich denke, was da noch ein Punkt ist, also Gier natürlich auf der einen Seite sehe ich auch so, aber nicht jeder ist gierig. Aber wenn man natürlich ein System schafft, in den dann noch Angst hineinkommt,
dann bewegen sich, ja. Also das sehe ich eben auch. Deswegen ist soziale Sicherheit auch so wichtig, auch eingebettet zu sein, teilzuhaben, damit man eben nicht kein Druckmittel hat, anzusetzen, jemanden, also es gibt ja auch den sanften Druck dann oder wie auch immer man den als sanft empfinden möchte. Aber politische Teilhabe, nicht umsonst sind die meisten Wähler, also die wählen gehen, meistens gut situiert, und die eben schlechter situiert sind ja auch oft diejenigen, die nicht mehr wählen gehen. Und das ist ein Problem, da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir das garantieren können. Gerade wenn wir sagen, okay, Globalisierung, wir brauchen flexible Arbeitsbeschäftigungsverhältnisse vielleicht, um Schwankungen auszugleichen, dann muss man trotzdem den Menschen Sicherheit geben. Wenn man dieses Mittel nutzt, muss man das angemessen auch belohnen, ne? Und dann die Menschen nicht auch noch exkludieren und zum Dank dann der Altersarmut aussetzen und sagen, oh, na, dann machen wir private Versicherung und Zuschussrente und dann ist alles wieder gut. Ja, es wurde vorher angesprochen von wegen, wie feudalistisch die Wirtschaft ist. Die ist de facto deutlich demokratischer, als es hier gerade den Anschein hat. Der Einzelne hat zwei große Hebel. Einerseits als Arbeitskraft, wenn es mir irgendwo nicht passt, dann lege ich dort eine Kündigung auf den Tisch und arbeite woanders. Ja, natürlich, also habe ich auch schon gemacht. Hallo Leute, lasst mich doch mal ausreden. Ja, lass sie mal bitte ausreden. Ja, und der andere Hebel ist als Konsument. Wenn mir das nicht passt, was irgendein Anbieter macht, dann kaufe ich dort einfach nicht. Ist natürlich dann klar, dann habe ich auch dieses Produkt nicht oder diese Dienstleistung, die er anbietet, aber das ist der Hebel, den der Einzelne hat. Ja. Und wenn ein Einzelner irgendwo einen Betrieb boykottiert, dann hat das ungefähr so viel Auswirkung, als wenn ein einzelner Wähler irgendeine Partei nicht wählt, nämlich quasi keinen. Wenn das aber eine große Masse macht, und darum habe ich das Bild demokratisch gewählt, wenn das eine große Masse macht, wenn das vielleicht eine Mehrheit sogar macht, die einen Betrieb boykottiert, dann hat er quasi keine Überlebenschance. Mhm. So ist es einfach. Ja, also da gebe ich dir schon recht, als Konsument, wenn man das die breite Masse macht, dann funktioniert das sicherlich in gewisser Weise, ob dann nur scheinbar Greenwashing betrieben wird zum Beispiel, um sich dann das Image zu geben, dass man so wäre, oder ob dann ein tatsächliches Umdenken passiert, das ist halt immer noch eine andere Sache. Ich denke, deswegen ist es auch wichtig, also gerade in diesem Prozess der Aufklärung weiterzumachen, und zwar jeder Einzelne, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und zu versuchen, mal nachzudenken, was bedeutet das eigentlich und was heißt eigentlich das, und Begriffe auch dem anderen, auch anderen zuzuhören und zu überlegen, was hat er jetzt eigentlich gerade gesagt, und die Begriffe so zu verstehen, wie sie genannt wurden. Und also ich denke, da möchte ich nochmal das, was Johannes gesagt hat, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir genau werden mit den Dingen, wie wir kommunizieren und auch wie wir Sachen analysieren. Ich möchte zu dem Thema Gemeinwohl noch was sagen und auch dort eine veränderte Begrifflichkeit, weil ursprünglich kam dies auch von Fürsten für ihre Bevölkerung, damit diese effektiver wurden und besser auch gearbeitet haben. Mittlerweile hat sich der Begriff Gemeinwohl aber darin reduziert, allen Marktteilnehmern dieselben Chancen zu geben. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal das von dir kommentieren eben, weil also diese Freiheit einfach zu kündigen, ich denke, das ist so eine wirklich ein Privileg, das die meisten Menschen nicht haben. Also ich kenne Leute, die haben das, aber ich denke, das ist nicht allgemein so, und es ist schon extrem privilegiert zu sagen, ja, das ist demokratisch, weil ich kann ja einfach kündigen, kein Problem, ich meine, ich muss ja nicht essen. Und auch zu sagen, dass man einfach irgendwie Wahl zwischen verschiedenen Produkten hat, das ist auch eigentlich in vielen Fällen nicht gegeben. Oft hat man Wahl zwischen Produkten, die eigentlich gleichwertig sind, und oft hat man auch überhaupt keine Wahl zwischen Produkten. Also dazu sagen, dass es irgendwie auch nur ein bisschen was mit Demokratie zu tun hat, ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen absurd, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, jetzt nochmal zu was anderem, mal zum
würde darauf gerne antworten. Ist es vergleichbar mit dem, was wir zum Beispiel an Parteiendemokratie gerade haben? Parteien, die es nicht im Angebot gibt, kannst du nicht wählen. Die großen Volksparteien unterscheiden sich von dem, was sie anbieten, auch nicht so essentiell. Und es mag sein, dass du bei manchen Produkten quasi nur zwischen, ich sage es jetzt überspitzt, zwischen Pest und Cholera wählen kannst. Aber sind das lebensnotwendige Produkte? Man hat als Konsument ja auch oft die Entscheidung, ein Produkt gar nichts zu kaufen und nicht nur die Entscheidung zwischen verschiedenen Anbietern. Also dazu möchte ich auch noch was sagen. Man kann sich ja mal den Spaß machen und gucken, welche Produkte eigentlich zu welchem Konzern gehören und das dann mal reduzieren und dann versuchen, da ja, eine Alternative zu finden und dann ja, selbst bei den No-Name-Produkten von Discountern sind ja meistens White-Labels, die dann doch wieder im Endeffekt da enden. Ne? Lieber Michael, ich bin noch stark verwundert über das, was ich da gerade von dir so gehört habe. Ist dir bewusst, dass das, was du gerade beschrieben hast, im Grunde genommen Gewerkschaften sind? So, Arbeitnehmer tun sich zusammen, organisieren sich und versuchen dann gemeinsam entsprechend gegen den Arbeitgeber aufzutreten. Dieses System hat mal funktioniert und je mehr die einzelnen Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob sie gewerkschaftszugehörig sind oder nicht, in Konkurrenz zueinander stehen, desto weniger organisieren sie sich. Das ist das Problem, das wir gerade haben und deswegen sind die Gewerkschaften so stark, so schwach. Wir haben einfach ein Überangebot an Arbeitskraft auf dem Markt, wenn ich das mal so euphemistisch sagen darf. Und uns wird vorgegaukelt, beziehungsweise wir werden gezwungen, diese potenziell vorhandene Arbeitskraft, die wir selber haben, permanent dem Markt anzubieten, in dem Wissen, dass er sie weder will noch braucht. Ja. Dass ich das Bedürfnis habe, dir das jetzt erklären zu müssen, verwundert mich enorm, weil du ja, glaube ich, auch mit dem Johannes dieses Ebner Ponada BGE-Modell ausgearbeitet hast. Also eigentlich weißt du ja, wovon ich rede. Auf der anderen Seite, was Knut eben meinte, das möchte ich auch noch kurz kommentieren, nicht umsonst nennen wir diesen Wohlfahrtsstaat nicht mehr Wohlfahrtsstaat, sondern Sozialstaat. Weil jeder einen Anspruch darauf hat. Der Wohlfahrtsstaat funktionierte aufgrund der Freiwilligkeit der Adligen. Das war ein karitatives Wohlfahrtssystem. Und ein solches also ich möchte einfach einen Sozialstaat nicht grundlegend basieren lassen auf dem karitativen Willen von denen, die sich's leisten können, sondern ich will, dass ein sozialer Anspruch besteht, dass Menschen das Recht darauf haben, Sozialleistung zu empfangen, beziehungsweise überhaupt Leistung von der Gesellschaft zu empfangen. Dieses Ding, geh an den Markt und biete deine Arbeitskraft an, sonst bekommst du nichts zu fressen. Sorry, das ist dieser Gesellschaft nicht würdig und schon gar nicht der im 21. Jahrhundert. Ja, also ich komme nochmal auf dieses Zitat zurück, weil ich da ein bisschen Kritik äußern wollte. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass die Gesellschaft für die deutsche Sprache da sich nicht ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat. Also ist natürlich auch rausgeschnitten, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass Demokratie die einzige Norm in unserem, also auch wirklich festgeschriebene Norm in unserem Staat wäre und die mit nichts abgewägt werden würde. Also wenn das so wäre, dann, naja, das brauchen wir nicht ausdiskutieren. Auf jeden Fall ist es nicht so. Es gibt, wenn man jetzt, es ist klar so verfassungsrechtlich auch so geregelt, dass, also es ist klar die Struktur erkennbar, dass Demokratie nicht das Allerhöchste in diesem Staat ist. Ähm,
Ich hätte noch mal eine Bitte, bitte mit den Begriffen nicht so inflationär umzugehen. Also beispielsweise mit Demokratie oder auch anderen. Also wenn jetzt, es ist sicherlich so, dass viele Teile der Wirtschaft nicht demokratisch organisiert sind, aber das gibt überhaupt keinen Grund, das feudalistisch zu nennen. Das gibt nämlich gar keinen Sinn. Also, und Feudalismus ist auch nicht das Gegenteil von Demokratie. Benutzt diese Begriffe besser eher selten, sondern sagt, was ihr tatsächlich damit meint. Beispielsweise auch bei Demokratie selbst. Demokratie ist eine Herrschaftsform. Und wenn ich verschiedene Waren kaufen kann als Kunde, dann habe ich zwar eine Wahl, aber das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ich übe da keine Herrschaft aus. Bitte verwendet diese Begriffe nicht zu inflationär. Auch diese Definition von Demokratie ist eine von ganz, 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 ganz vielen. Da jeder eine eigene benutzt, ist es überhaupt nicht mehr nützlich. Inzwischen wird Demokratie im Prinzip für alles benutzt, was ich gut finde. Man kann fast von demokratischen Schnitzeln reden. Das ist einfach Käse, das hilft keinem weiter. Sagt, was ihr wirklich meint. Ja, das eine Statement muss ich jetzt gerade von dir vorne kommentieren, weil ich es so nicht stehen lassen möchte. Demokratie mag vielleicht nicht der allerhöchste Wert sein. Ich kenne wenige, die höherwertig sind im Zusammenleben der Gesellschaft. Aber es ging ja darum um Konformität. Und mit Sicherheit ist Demokratie kein Wert, der mit irgendetwas konform zu gehen hat. Sondern es ist wirklich ein Wert, der da für sich steht. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Zu dem, was du gerade gesagt hast, bitte verbietet uns nicht, Begriffe inflationär zu verwenden, ob wir sie verwenden oder nicht. Das sollte davon abhängen, ob sie passend sind und sie genau zu verwenden. Es hilft auch nicht, wenn wir einen Begriff nur einmal im Jahr verwenden, aber ihn dann nicht genau verwenden. Es ist egal, wie häufig wir den verwenden. Ich sage es nochmal, es geht darum, wie klar wir damit sind. Und da kriege ich ein bisschen einen Knoten, wenn ich dir zuhöre, Michael. Wenn ich jetzt auch noch anfangen soll, in meinem Kaufverhalten permanent politisch zu sein, natürlich gibt es da Punkte, wo ich sage, ja, da weiß ich, das sind No-Gos, das sind rote Linien, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Aber jetzt vor jedem Einkauf mir auf irgendeiner Plattform genau anzugucken, wer in der Wirtschaftskette da drin ist, dafür haben wir Politik, damit wir Dinge regeln können und nicht nur über unsere marktwirtschaftlichen Impulse in unserem Konsum irgendetwas regeln können, sondern andere Regelungsmechanismen haben. Und das können wir natürlich in Extremfällen und immer wieder zusätzlich tun, dass wir qua unseres Konsumverhaltens mitsteuern. Aber wenn wir das nur noch darüber tun können und sagen, wir müssen jetzt demokratisch nichts mehr regeln und wir müssen jetzt keine Sozialstandards mehr regeln, soll doch jeder produzieren, wie er will, die Leute müssen es ja nicht kaufen, dann kriege ich, so kam es zumindest teilweise bei mir an, vielleicht hast du es gar nicht so gemeint, das unterstelle ich dir gar nicht, dann kriege ich ein Problem, zumal, das wurde hier auch vorhin von jemand richtig genannt, Kapital, mit dem ich da Impulse geben kann, eben ganz anders akkumuliert ist als demokratische Macht. In der Demokratie per Definition hat, zumindest wenn es richtig läuft, jeder den gleichen Möglichkeit, einen Impuls zu geben, zumindest mal bei der Wahl. Aber wenn ich eine Konsumentscheidung treffe mit Kapital, dann haben eben manche sehr, sehr viel Möglichkeit und manche sehr, sehr wenig. Und im Kapitalismus ist eben auch das Prinzip, der viel Kapital hat, der tut sich leichter, noch mehr anzuhäufen. Und das ist in der Demokratie zum Glück nicht so oder sollte nicht so sein. Natürlich in der Realdemokratie kommt genau das wieder rein. Der viel Macht hat, hat viel Möglichkeit, sie sich weiter anzuschaffen. Dann schaffe ich mir halt ein Wahlrecht, was die Wahlkreiszuschnitte und die Überhangmandate so berechnet, dass meine Macht gestärkt wird. Und genau da müssen wir hingucken, dass Demokratie immer was bleibt, wo pro Kopf die Macht verteilt ist. Und wenn wir in der Wirtschaft